Wenn ich erfahre, dass jemand vor seiner Verantwortung davonläuft, werde ich wütend. Ungerechtigkeit kann ich nicht ausstehen, weil sich niemand über das Gesetz stellen darf. Manchmal kommt es auf jede Sekunde an. Aber oft braucht es auch einen langen Atem. Körperliche Fitness ist ebenso wichtig wie Ruhe und Beharrlichkeit. Denn Ermittlungserfolge stellen sich nicht immer sofort ein. Oft müssen wir unterschiedliche Ermittlungsansätze verfolgen. Darauf werde ich im Studium gut vorbereitet. Auch wenn die Lage manchmal aussichtslos erscheint, suchen wir weiter nach Möglichkeiten, um den Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Deshalb habe ich mich für diesen Beruf entschieden. Ich bin ein Spielverderber. Du auch?